Verhandlungen, auch mit der Hamas, bestehen. Ich würde Frau Merkel nur zustimmen, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln. Ursache ist die vollständige Blockade. Die Wirkung sind Qassam-Raketen. Weder Frau Merkel noch ich haben das moralische Recht, Personen, die nicht einmal minimale Menschenrechte genießen, zu kritisieren. Die Bewohner und Bewohnerinnen von Gaza, übrigens mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Kinder. Wir können nur von freien Menschen verlangen, dass sie sich an ethische Maßstäbe halten. Im Dezember noch bot die Hamas Verhandlungen über die Bedingungen für die Neuvereinbarung eines Waffenstillstandes an und hatte sogar eine 10-jährige Laufzeit vorgeschlagen. Dieses Angebot wurde von der Regierung Israels, aber auch von den Mitgliedern des Nahostquartetts ignoriert. Die einseitige Sicht der Bundeskanzlerin und anderer legitimierte letztlich den Bombenhagel auf Gaza und bestärkte das israelische Militär und die israelische Regierung, weiterhin Kriegsverbrechen und Staatsterror gegenüber der Zivilbevölkerung des Gazastreifens auszuüben. Nach der ersten Phase des Gazakrieges mit Luftangriffen und Bombardierung folgte die Bodenoffensive als zweite Phase. Die dritte Phase als Steigerung brachte die Zerstörung von Krankenhäusern mit Phosphorbomben. Auch schreckte man nicht vor Angriffen auf UNO-Gebäude und gekennzeichnete Konvois zurück. Ein Hochhaus, in dem internationale Medien untergebracht waren, wurde bombardiert. Dazu Friedhöfe und Moscheen. Dann kam die gezielte Tötung des Innenministers der Hamas und nochmals 70 Tote in der Nacht zum Freitag. Das israelische Kriegskabinett stritt schon darüber, welche Ziele nach über 2000 Abbombardierungen noch anvisiert werden können. Eine einseitige Waffenruhe oder ein Waffenstillstand ohne Aufhebung der Blockade und ohne Öffnung der Grenzübergänge, um die humanitäre Katastrophe abzumildern, sollte von der Weltgemeinschaft nicht unwidersprochen hingenommen werden. Der Staat Israel sollte nicht mit Partnerschaftsabkommen mit der EU belohnt werden, sondern es sollten Druck und Sanktionen auferlegt werden. Die andauernde Blockade, Strangulierung und Abriegelung muss beendet werden. Laut 4. Genfer Konvention ist Israel als Besatzer weiter verantwortlich für die Bewohner und Bewohnerinnen des Gazastreifens. Die Hamas, die klare Gewinnerin aus den palästinensischen Parlamentswahlen im Januar 2006, sollte, weil es den USA und Israel nicht genehm war, mit der aufgerüsteten Fatah ihres Sieges beraubt werden. Als dies misslang und die Hamas die alleinige Kontrolle im Juli 2007 über Gaza übernahm, schlossen Israel und Ägypten daraufhin die Grenzen zum Gazastreifen. Im September 2007 erklärte Israel den Gazastreifen zum Feindesland. Kommt der erste gezielte israelische Militäreinsatz im Gazastreifen seit der Waffenruhe wegen eines 250 Meter langen Tunnels bis zum Grenzzaun. 6 Palästinenser werden bei Gefechten ermordet. In den darauf folgenden Tagen werden nochmals 8 Palästinenser ermordet. Am 27. Dezember
also vor 22 Tagen, beginnt Israel, obwohl das Ultimatum erst am 28. Dezember abgelaufen wäre, mit der Operation Krieg gegossenes Blei. Wer durchbrach die Waffenruhe? Diese Chronologie zeigt es deutlich. Israel, die Mehrheit der Israelis, ergötzt sich an den Abbombardierungen der Ziele im Gazastreifen, die schon seit Monaten vorbereitet worden sind, und befindet sich im Blutrausch oder pilgert auf die Hügel der Schande vor Sderot, um hautnah mit der Presse auf Gaza zu schauen und Qassam-Raketen abzuwarten. Die Berichterstattung für alle Journalisten aus dem Gazastreifen, die von Israel unterbunden wird, muss sofort ermöglicht werden, damit die Welt sieht, was dort geschieht. Pflicht für die unmenschlichen Luftschläge und andere Kriegstaten zu geben, sollten unsere Politiker, das EU-Quartett und die US-Regierung israelische Kriegshandlungen als das titulieren, was sie sind. Nach den verständnisvollen Äußerungen von den USA fühlt sich Israel noch sicherer in seiner Kriegslüsternheit und erkennt die neueste UN-Resolution nicht an, wie alle anderen zuvor auch schon. Olmert schreckte nicht einmal davor zurück, die noch amtierende amerikanische Regierung zu blamieren, indem er prahlte, dass er Präsident Bush ans Telefon holen ließ, um ein Veto oder eine Enthaltung für die Waffenstillstandsresolution zu fordern. Das zeigt, wer über die amerikanische Nahostpolitik entscheidet. Anders als bei der Finanzkrise will sich der kommende Präsident Obama nicht äußern, solange Bush noch amtierender Präsident ist. Wurde der Zeitpunkt für diesen Krieg deshalb bewusst im Vakuum zwischen Bush und Obama gewählt? Liegt nicht der wahre Grund für diesen massiven und blutigsten Krieg seit 1967 in Israels Wahlkampf? Einer der übelsten Wahlkämpfe seit langem, in dem die israelischen Politiker nur ihre eigenen Interessen vertreten und nur in einem vereint sind, im Hass gegenüber Palästinensern und Arabern, deren humanitäres Leid man nicht anerkennen will. Auch ich bedauere den Abschuss von Raketen gegenüber Zivilisten in Israel. Aber ist es nicht die unmenschliche Blockade und Totalabriegelung des größten und am dichtest besiedelten Freiluftgefängnisses, die die Ausgehungerten und Verzweifelten als Folge des israelischen Staatsterrors zu diesen Raketen greifen lässt? Insgesamt 3 Tote in diesem Krieg durch Qassam-Raketen gegenüber mindestens 1100 ermordeten Palästinensern und über 5000 Verletzten. Jeder Tote ist natürlich einer zu viel. Diese Toten hat aber vor allem die israelische Regierung zu verantworten, die die unmenschlichen Zustände gegenüber dem palästinensischen Volk angerichtet hat. Die angeblich einzige Demokratie im Nahen Osten behauptet immer wieder, kein Staat in der Welt würde den dauernden Beschuss eines Teiles seines Landes dulden. Es gibt aber auch keinen Staat in der Welt, der ein Land seit über 41 Jahren besetzt hält und dessen Volk seine grundlegendsten Rechte, Freiheit und Unabhängigkeit vorenthält. Die Besatzer, die diese Untaten gegen jedes Völkerrecht anrichten, gehören vor das Haager Kriegsgericht.
Tribunal. Als Pfarrer möchte ich zuerst mein Haupt verneigen vor denen, die zum Opfer dieses Krieges geworden sind und besonders derer gedenken unter ihnen, die nun wirklich Angehörige verloren haben oder deren Angehörige verletzt sind. Ich denke, wir sollten einen Augenblick einfach Stille halten und ihrer gedenken. Ich selbst habe mich in meinem Alter, ich bin jetzt 80 Jahre alt, habe noch einmal mich verschrieben im Kampf gegen die Apartheid, wie ich es einst gegen Südafrika getan habe, für die Freilassung von Nelson Mandela. Ich würde genauso gern für die Freilassung von Marwan Barghouti auftreten. Eine große Freude war für meine Frau, die vor kurzem verstorben ist, und für mich, dass wir den Kontakt zu einer Bewegung zur Rot in Israel gefunden haben. Gestern Abend habe ich einen Vorstandsmitglied von dieser Rot habe ich abgeholt. Er steht bei uns, lebt bei mir eine Woche lang und steht in der Ausstellung im DGB-Haus. 60 Jahre Vertreibung der Palästinenser zur Verfügung. Omar Iqbarie, wo bist du? Hier steht er. Grüßen wir ihn. Ja. Sochot ist eine Bewegung, die von Juden ausgeht in Israel. Die sagen, was wir den Palästinensern angetan haben, ist himmelschreiendes Unrecht. Wir können diesen Staat nicht auf solchem Unrecht aufbauen. Wir müssen das zunächst einfach mal anerkennen und dann müssen wir es uns entschuldigen und dann kann man sich einfach in die Augen sehen, dann muss man sehen, wie man es miteinander in Ordnung bringt. Dann setzt man keine F-16 ein oder Kassam-Raketen, sondern man spricht miteinander. Und anerkennt die anderen als ebenbürtige Menschen, die nicht für dumm verkauft werden wollen, sondern die klug und gescheit sind und mehr menschlich als wir weißen Westen in unserer Kolonialzeit. Ich würde, Sie haben es gemerkt, ich bin es einfach auf und ich spreche es Frau Echt-Galinski nach. Auch ich bin ein Palästinenser.